Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Live-Let's Play zu Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back aus der Insane Trilogy für die PlayStation 4. Ich muss jetzt erst noch mal in Chat fragen, falls da jemand da ist, wie das mit dem Pegel ist, ob meine Stimme zu laut ist oder zu leise ist. In der Zeit können wir ja mal gucken, wo wir hier überhaupt hin müssen. Cold Hard Crash haben wir. Ruination haben wir auch noch. Und Behaving hätten wir noch. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir beim letzten Mal, ob wir unten angefangen haben und dann nach oben gegangen sind. Oder ob wir oben angefangen haben und jetzt auf dem Weg nach unten sind. Aber ich glaube, es ist eher von unten nach oben, denke ich mal. Hallo Platin Pro LP. Vielen Dank für deine Rückmeldung. Dann ist ja gut. Dann würde ich sagen, fangen wir an mit. Ja, wir machen hier einfach weiter in der Reihe und machen Cold Hard Crash. Aber ich muss mich erstmal wieder in die Steuerung holen. Das letzte Mal, das ich gespielt habe, war vor einem halben Jahr. Ja. Okay, das war. Oh nee. So ein Level direkt zum Anfang. McFord William, hallo. Auch dabei. Gut. Direkt so ein Level zum Anfang vom Studio. Vielleicht haben wir ja Glück. Und dass wir das. Okay, wir haben keinen Doppelsprung. Ich muss mir das merken. Ja. Eine Sekunde Phase. Euch brauchen wir, ne? Komm, wir reden. Oh nein. 5 Sekunden. Ja gut, jetzt ist eh egal. Ah. Ich kann mich hier an die Level überhaupt nicht mehr erinnern. Die haben wir. Ja, Crash. Wahnsinn. Es fängt super an. Ein schönes Level zum Einstieg, oh ja. Na! Ey, ich renne! Ja. Ich hab grad gedacht, ich wäre in TNT-Kisten. Gerne drauf verzichten. Ah. Oh, Crash. Oh, Crash. Mann. Ich hab da nicht dran gedacht. Okay, da brauchen wir nicht. Dass man hier gedrückt halten muss. Ne, kann ich drauf verzichten, gerne. Wenigstens die eine Sekunde noch. Verzichten.
Nein! Oh Mann, das war so kurz vorm Ende. Ich weiß auch nicht, ob die Zeit überhaupt gut war. Aber jetzt weiß ich wenigstens schon mal ein bisschen, was hier abgeht. Nee. So nicht! Mal vorhin besser, da hatten wir glaube ich 11, als wir gefahren sind. Auch Glück gehabt. Oh Gott, deswegen. Mal außer Acht lassen. Oh, nicht dran gedacht. Die Kamera hängt auch da so an der Stelle hinterher, ne? Nee. Ich hätte auch vorher mal nachgucken können, wie hier die Zeit war. Dann hätte ich eine ungefähre Richtung gehabt. Boah! Also den Dreier, den möchte ich schon ganz gerne da oben haben. Willen. Mann, ey. Nicht gut. Nicht gut. Oh Mann, die hätte ich eigentlich ganz gerne behalten. Alter. Der macht nicht, was ich will, ne? Die 27 oder 21. Ich kann die letzte Ziffer da nicht erkennen, was das sein wird. Ach Mann, das. Das nervt mich jetzt gerade ein bisschen hier. Das läuft ja richtig gut. Oh ja. Okay. Verstehe ich auch nicht, warum die manchmal mich treffen, die Eiszapfen, und halt meistens nicht. Ich habe übrigens meinen Controller, meinen PlayStation 3 Controller. Gestern oder vorgestern. Vorgestern war es, glaube ich, repariert.
Weil der hat mir ja immer Tasten gedrückt. Und so wie ich das jetzt gesehen habe, ist das klar, dass der Tasten drückt. Also das ist PlayStation 3. Boah, 3 Controller ist echt richtig billig gemacht. War nicht schön. Und zwar, das Kabel, was alle Tasten von der vom Controller, also jedenfalls von der, ja, von der Vorderseite mit der Platine verbindet, ist nicht in einem Stecker drin, sondern das ist eingequetscht mit so Schaumstoff so ein bisschen. Und nach einer Zeit wird dieser Schaumstoff halt nicht mehr so schaumig. Und also ist der nicht mehr so schaumig. Und dadurch geht halt die, ich nenne es mal Presskraft, flöten und dann hast du halt so 0815 Kontakt da. Ja. Und da hast du halt einen Wackelkontakt. Und das ist ganz easy zu lösen. Du musst halt einfach nur so ein bisschen unterfüttern mit Klebeband oder so. Und funktioniert's wieder. Noch überlegen, ob ich meinen Xbox-Controller repariere. Da ist nur das Steuerkreuz kaputt. Und meistens reicht das schon, wenn man die einfach ein bisschen sauber macht. Da sind da irgendwie unter den Kontakten ist da Dreck. Und dann gehen die nicht mehr so richtig. Da hätten sie bei PlayStation 3 Controller hätten sie einfach die nicht mal 50 Cent für einen Stecker investieren sollen. Hätte auch von mir aus 5 Euro mehr dann gezahlt. So, jetzt haben wir bis hier sogar unsere Maske. Das ist sehr gut. Nicht so schlimm. Ich weiß nicht, wie man diese Stelle hier besser lösen kann, keine Ahnung. Aber da gibt es bestimmt eine Möglichkeit. Nein, crashed, Fotze. Das Steuerkreuz ist abgebrochen, aber die Funktion ist noch da. Achso, ja gut. Da bei auf eBay kriegst du ja ziemlich günstig so Ersatzteile eigentlich. Oder kaufst du noch einen kaputten Controller und tust den dann quasi zum Ausschlachten oder so. Aber normalerweise müsste es da Ersatz geben auf eBay oder sonstigen Seiten. Für günstig Geld. Ich finde die PlayStation 4 Controller echt stabil. Wenn mir der Maus der aus Versehen auf den Boden gefallen ist, ist da zum Glück noch nie was passiert. Ja, das habe ich bisher auch. Also, ich finde die liegen auch saugut in der Hand. Einziges Blöde an den Dingern ist, dass der Akku so schnell leer geht, weil dieses dumme Licht da hinten dran unnötig ist in der Größe. Gas. Diese Stelle, ich mag die nicht. Ich bin aber auch so faul, dann da runter und dann diese Kiste zu aktivieren. Das
Muss nicht sein. Aber zum Glück ist die Stelle schon so früh im Spiel. Also im Level. Also. Domi, hallo! Es war so gut, wir hatten beide Masken. Meine Maske schon verbaselt. Warum komme ich denn da jetzt nicht mehr hoch? Ich trinke jetzt erstmal was. Meine Xbox-Controller gehen auch immer so schnell kaputt. Hab mir kürzlich die neue Xbox gekauft und das Geilste daran, für mich einen neuen Controller zu haben. Ja. Ich hab mit Xbox habe ich gar keine Erfahrung. Ich habe noch nie eine Konsole gehabt, also von Xbox. Hatte ich auch irgendwie nie so wirklich Interesse daran. Weil so Controller sind mir glaube ich auch bisher noch nie Scheiße, so richtig kaputt gegangen. Hallo, der Tod. Der war jetzt nur der eine PlayStation 3 Controller, also der eine. Ich hab die anderen beiden funktionieren. Aber Dennis hat auf jeden Fall noch ein paar kaputt sind. Die wollte ich auch noch reparieren. Weißt du zufällig, wann es bei Zug zu Micro Crash 4 weitergeht? Ich glaube, also es ist ja also sehr, sehr gefährliches Halbwissen. da fehlt ja jetzt nur noch fehlen da glaube ich die Relikte oder so. Also ich habe sein Let's Play noch nicht ganz geguckt. Ich glaube das, was er machen will, das macht er glaube ich alles offscreen, oder? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Und letztens hat er irgendwas erzählt. Ich glaube in dem Tomb Raider Let's Play hat er glaube ich erzählt. Als er angefangen hat. Und irgendwie schon innerhalb, weiß ich nicht, 2 Stunden für 2 Relikte oder sowas. Nein, das ist ja irgendwie was nicht, also. Ach man, es war so schön und dann über die Dreierkiste da drüber. Das ist so ein schlechter Versuch. Und ich wette mit euch, jetzt komme ich über diese Kacke da hinten rüber. Natürlich. Ich wollte mich jetzt eigentlich dem Chat widmen, aber ich darf nicht. Ach komm.
Das wird so ein schlechter Versuch. Also wenn das irgendwas goldmäßig... So, damals wollte ich Knights of the Old Republic spielen und da ist mir... Da ist das nur auf der Xbox gibt, war die Entscheidung gefallen. Okay. Erstmal dann ist Tomb Raider 3. Erstmal macht er. Genau, richtig. Da sagst du was. Aktuell an einer Platin-Trophäe irgendwo bei. Ja. Ich habe erst gestern dieses Level auf Zeit gespielt und es hat mich minimal aufgeregt. Okay, schön zu hören. Platin-Trophäe. Also ich kann sagen, die letzte, die ich bekommen habe, war Cyberpunk. Und jetzt momentan bin ich an Ratchet & Clank auf der PlayStation 3. Also dem PlayStation 2 Remake, HD-Version, irgendwie sowas. Also so aufgebohrte Version davon. Ja, also da bin ich noch nicht bei Platin zu holen, aber das spiele ich, das Spiel, momentan noch, einfach durchspielen und dann wollte ich da auch gerne Platin holen. Minuten und nichts geschafft. Verstehe nicht, was da los ist. Sagen, also die Maske will ich schon noch haben. Heute gibt's, ich glaube, Veltins Radler alkoholfrei ist es, glaube ich. Ist auf jeden Fall ein Radler alkoholfrei und ich glaube, es ist von Felsen. Ja, das ist egal, das ist gut. Hauptsache über die Schlucht drüber. Und ich merke gerade, ich habe schon wieder die Cam. Scheiße. Über die Zeit gelegt. Ich dachte, die Zeit war auf der anderen Seite. Verdammte. Ich werde das mal gerade beheben. Das, sonst habe ich das im Kopf. Und dann ist das blöd. Ich glaube, so müsste das reichen. wo ist meine Maus? Da. Da. Mein Cursor. Mit Öl. Ja, fein. Fein. Ich war kurz davor abzubremsen. Jetzt komme ich da hinten nicht durch. Nö. Habe ich denn Doppelsprung? Bei Ratchet & Clank hat man keinen Doppelsprung, oder? Da hat man nur so ein Schwebending. Ich weiß jetzt nicht, wo ich den Doppelsprung hierher habe.
Crash 3 hat man nee, aber. Haben wir hier auch schon der Ewigkeit nicht mehr gespielt, Mann. Ich raff es nicht. Es wird mir hier langsam ein bisschen blöd. Ich muss mich jetzt schon aufrichtig hinsetzen. Aufrecht. Oh Mann, das war ein Millimeter. Na, die 3 Sekunden. Ich komme da nicht mehr hoch. Warum? Ja, Felddienst ist es. Gerade noch mal geguckt. Ich glaube, ich werde. Also ich weiß, wir haben, glaube ich, noch einen. Oh, scheiße. So ein guter Versuch. Ich weiß nicht warum, aber ich habe die Tage angefangen, die Trilogie von hinten zu spielen. War eine blöde Idee. Ich habe dann in Crash 2 die ganze Zeit Fähigkeiten aus Crash 3 vermisst, weil ich die so frisch gewohnt war. Ja. Was wollte ich sagen? Ach, hier, das Bier. Wie heißt das denn? Das Malzige. Water heißt das Bier. Dann haben wir, glaube ich, noch im Kühlschrank eine Flasche, glaube ich. Die werde ich mir heute, glaube ich, gönnen. Ja, bremst halt ab auf dem Eis, warum auch nicht? Na, das war gut. Ich darf den da nicht wegdrehen, das ist zu heikel, ist das. Ach. Ich habe mir für beim Stream schon schauen 2 Dosen Captain Cola gekauft. Freitags geht das schon mal. Das stimmt. Das kann man mal machen. Ich weiß nicht, wie ich da damals drauf gekommen bin, mir einfach mal so ein alkoholfreies Radler zu kaufen, aber ich stehe da voll drauf, das ist voll lecker. Warum trifft er mich? Ich verstehe das nicht. Ich wollte eigentlich nach der Arbeit noch beim
Rewe vorbei und Bier besorgen. Ganz vergessen. Kein Bier mehr im Haus oder zu wenig. Es ist Obst. Die Dreierkiste schon wieder. Die olle Dreierkiste. Das ist so unnötig. Yes. Jedes Mal! Ja, fick dich, du Fotze. Jedes Mal erschrecke ich mich vor dem Vieh. Boah, das war knapp. Eieieiei. Na, die Nitro-Kiste ist hochgesprungen. Mann. Habe ich mir so nur dabei gedacht, dieses Level. Anfang. Ja, jetzt ist aber auch langsam mal gut hier. Gut zum Anfang zu machen. Dass ich das letzte Mal nicht einfach noch hinterher geschoben habe. Aber wahrscheinlich war das Level davor. Ich freue mich ja schon auf die Future Level auf Zeit. Tobi Potato ist am Stissel. Moin. Warum? Warum trifft es mich? Ist das eine Kartoffel? Ist das ein Kartoffel-Emoji? Cold Hard Crush ist schon ein langes Level, so leider. Problem ist, ich war kurz vorm Ende einmal. Seitdem bin ich nicht mehr runtergekommen da. Das war unnötig. Das ist kein guter Versuch. Aber wir versuchen es. Nee, jetzt bin ich auch nicht mehr. Nice. Ich will ein Jule-Emoji, bitte. Kannst du ja selber einen machen. Ach man, Crash. Oh, das ist ein guter Versuch. Ah, Gott. Nice. Reicht ja eigentlich nur, wenn wir die Kiste kaputt machen, ne? Müssten wir eigentlich kriegen dann die Zeit.
Okay, wir sind wieder unten. Oh. Maske, ganz wichtig. Ruhe. Ruhe. Na, geh doch da hoch, du Eierkopf, ey. Komm. Bitte, ich will das nicht nochmal machen. Ja! Oh. ist Death Root nicht schneller? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber es ist jetzt vorbei. Nur Gold, nicht Platin. Ich will nur Gold haben.